Sieh einem Menschen nur tief genug in die Augen und wirst all seine Dämonen finden. Dies ist eine Thematik, mit welcher sich heutzutage immer weniger Menschen beschäftigen. Mit den Dämonen sind Sünden oder, wenn man es genauer ausdrücken will, die Lügen oder Notlügen von Menschen gemeint. Niemand der Zuschauer kann sagen, dass er oder sie noch nie in seinem Leben, aus welchem Grund auch immer, gelogen hat. Um Menschen aus dem Weg zu gehen, um Ärger oder Stress auf andere Menschen zu schieben oder sich hinterlistig einen Vorteil daraus zu ziehen. Es gibt tatsächlich Momente, in denen es nicht anders geht. Dennoch sollte man darauf achten, dass man durch eigene Lügen keine anderen Menschen in Unglück oder in einen Streit stürzt, nur dass man selbst einen Vorteil daraus zieht. Überlegt euch mal, wie es wäre, wenn man euch mal nicht anlügen würde. Denkt ihr, es würde euer Leben verbessern? Was ich persönlich sagen kann, ist, dass man durch das Ausdrücken der Wahrheit in bestimmten Fällen eine Menge Zeit sparen würde. Überlegt euch mal, wie oft ihr heute schon angelogen wurdet oder wen ihr heute schon angelogen habt. Welche Lügen waren anders, Notlügen? Ich habe zwar keine große Reichweite, aber wenn dies gerade andere YouTuber sehen, egal mit welcher Reichweite, egal was für eine Art von Videos du machst, mach doch mal ein Video über Lügen und lade dies unter den Hashtag YouTube gegen Lügen hoch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Außerdem würde ich mich über jeden einzelnen neuen Abonnenten freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!